So, Maultier. Warum habe ich mir das Maultier nicht geholt? Okay, der Chat schreibt gerade, wir kriegen die Kuh, wenn wir einen Neon lecken. Wie sieht der bitte schön in Neon aus? Hey Leute, ich bin's, der Claudio, und ihr seid hier auf meinem Kanal. Freunde, heute gibt es ein Video. Dieses Video ist im Stream entstanden und ich zeige euch im Video mein Inventar. Und ich würde euch an dieser Stelle jetzt viel Spaß mit dem Video wünschen. Und zwar, Freunde, wollen wir heute sehen, welche Pets mir in der Dopmi tatsächlich noch fehlen. Denn ihr wisst ja, ich sammle alle Pets oder möchte alle Pets haben, aber ich brauche noch einige. Ihr könnt es ja sehen, wir gehen ja auf eingesammelt jetzt und da seht ihr schon, 393 Pets von 480 habe ich schon. Jetzt kommen wir aber zum interessanten Teil und schauen mal, welche Pets mir fehlen. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ob ihr sagt, ey Claudio, die Pets kannst du noch erreichen, oder ey Claudio, die Pets wirst du niemals erreichen. Darauf bin ich gespannt. Okay. Okay, Freunde, Seltenheit. Uns interessieren ja nicht die Pets, die wir alle haben, sondern welche Pets uns fehlen. Ich scroll mal runter und ich sehe, bei gewöhnlich haben wir 36 von 37. Das heißt, uns fehlt einfach nur ein Pet bei gewöhnlich. Und das Pet ist das 2020er Osterei. Zu dem Zeitpunkt habe ich schon Adopt Me gespielt. Warum habe ich mir das eigentlich besorgt? Das ist blöd, weil das Chicken habe ich tatsächlich oder das Küken habe ich. Das Ei fehlt mir. Mal schauen. Ich glaube, das wird echt schwierig zu besorgen. Weil wer hat noch das 2020 Osterei? Wir sind uns einig, das wird sehr schwierig, das zu bekommen. Sehr, sehr schwierig. Na gut, dann machen wir weiter. Ungewöhnlich. Bei ungewöhnlich fehlen uns tatsächlich 7 Pets nur. Oder 7 Gegenstände. Pets oder Eggs fehlen uns noch. 61 von 68 haben wir. Das ist schon heftig. Wir gehen mal, scrollen mal nach unten und da sehen wir es schon. Schwarzer Panzer vom Dschungeleck 2019. Das fehlt uns noch. Das wird richtig schwierig, den zu bekommen, den schwarzen Panzer. Ah, der sieht aber auch richtig cool aus, muss ich sagen. Der blaue Hund. Wer das YouTube-Video gesehen hat, der weiß, wie blöd ich mich angestellt habe. Ich hätte eigentlich den blauen Hund bekommen. Ich hätte nur zwei Neon-Mecha-Miaus abgeben müssen. Und ich habe es nicht geholt. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe es nicht gemacht. Das war so ärgerlich von mir. Dann gehen wir weiter. Wasserschwein. Auch von 2019. Auch vom Dschungelei. Ja, da merkt ich es. Dschungelei, davon habe ich wahrscheinlich gar kein Pet. Heftig. Wasserschwein. Wasserschwein, ich glaube, den sehe ich noch auf. Den könnte man noch bekommen. Zwar glaube ich, da muss man auch schon einiges hergeben, aber den kann man noch erhalten. Erdmännchen. Ah, auch vom, das ist vom Safari-Eck. Aber Erdmännchen, doch, den findet man noch. Das Erdmännchen findet man noch, glaube ich. Muss man wahrscheinlich auch wieder paar Sachen hergeben, aber kriegt man noch her, denke ich. Also das habe ich schon häufiger gesehen, dass die Leute auch damit traden. Pinke Katze. 2019. Schwierig. Schwierig. Wie soll man an die pinke Katze rankommen? Wie soll man an die pinke Katze reinkommen? Sagt's mir, Freunde. Schreibt's rein. Vor allem auch pinke Katze zu bekommen ist halt deshalb schwer, weil ich ja dann viel hergeben muss, weil die pinke Katze ist halt wertvoll und das ist richtig, richtig schwierig. Okay, dann gucken wir weiter. Einsiedlerkrebs. Den Einsiedlerkrebs. Ungewöhnlich. 2023 Sommerfest. Warum habe ich mir den nicht geholt? Aber den, der sieht den Neon cool aus. Hilfe. Der sieht den Neon ja cool aus. Den brauche ich mindestens 5-mal. Oder 4-mal Minimum. Der ist cool. Der ist cool. Ich gehe mal kurz gucken, wie die pinke Katze in Neon aussieht. Nee, die pinke Katze in Neon zu machen, ich glaube, nee, das sollte man nicht. Und da kommen wir zum letzten Pet. Und zwar den Kyler. Den habe ich noch nicht einmal gesehen. Ich habe den Kyler vom Safari-Eck. Guck mal, Safari-Eck, mir fehlen, glaube ich, alle Pets da. Ich habe den Kyler nicht einmal in meinem Leben gesehen. Ihr schreibt es auch schon rein, schwierig. Also den zu kriegen, boah, ich muss aber sagen, der gefällt mir gar nicht. Alles, was so mit Schwein zu tun hat, ist nicht meins, muss ich ehrlich gestehen. Boah, der Kyler, ich habe den noch nie gesehen, heftig. Okay, wir gucken dann weiter. Dann gehen wir zu selten, oder da kommen wir zu selten. Dort habe ich 79 von 83 Pets. Das heißt, wir schauen jetzt mal weiter. Und uns fehlt tatsächlich ein Braunbär. Oder beziehungsweise wir haben den Braunbär nicht vom Dschungel. Vom Dschungeleck. Oder ja, vom Dschungelei haben wir den Braunbär nicht. Boah, der sieht auch cool aus. Warum habe ich den nicht? 2019. Aber den kriegt man eigentlich auch her, bin ich sicher. Ich sehe sie gerade. Oh, cool. Dankeschön, DK. Hat zwar jetzt das Video gestürmt, aber Dankeschön. Ja, die Krabbe. Jetzt haben wir den. Das heißt, damit haben wir jetzt die Krabbe. Sehr, sehr lieb.
Ich hätte dir aber auch was dafür zurückgeben können. So Seltenheit waren wir, ne? Wir waren bei, so, Braunbär. Finde ich, kann man noch traden. Das geht, geht noch tatsächlich. Kuh, unmöglich, oder? Neon sieht hier richtig cool aus. Unmöglich, oder, Freunde? Kuh zu bekommen. Also mit meinem Inventar, ich glaube, unmöglich. Ich habe eigentlich ein gutes Inventar, aber so für Trades wie Kuh, wie Eule und so, kann ich vergessen. Also da ist mein Inventar auch nicht ausreichend, bin ich einfach ehrlich zu euch. Auch wenn, ich müsste dann halt viel hergeben. I don't know. 100.000 Bucks müsste ich vielleicht geben, oder? Was sagt ihr? 100.000 Bucks wäre vielleicht für so eine Kuh fair. Die geben dir das für ein Neon-Lag, bist du sogar over als so Kuh. Oh, okay. Moment, okay, Moment. Okay, der Chat schreibt gerade, wir kriegen die Kuh, wenn wir einen Neon-Lag, Neon-Legendary-Pet geben würden. Okay, ich habe mich gezeugt. Freunde, falls ihr das seht, ich bin gerade live und wir machen das gerade mit dem Chat. Okay, die Kuh kriegen wir also. Na gut. Elefant, Safari-Egg. Ich habe kein Pet vom Safari-Egg, ne, das ist krass. Elefant. Boah, den Elefant hätte ich gerne. Kuh hat Wert verloren. Oh, okay, gut zu wissen. Was ist mit dem Elefanten? Könnte ich den noch kriegen? Unmöglich. Schwierig. Hm. Würde es beim Elefanten auch reichen, wenn ich ein Legendary Neon Pet geben würde? Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Also den Elefanten, muss ich ehrlich gesagt, habe ich auch schon öfter gesehen. Deswegen glaube ich, könnte man den noch bekommen. Okay, Elefant. Oh, was? Eine Kuh kriege ich eher als einen Elefanten? Das hätte ich nicht gedacht. Spitzmaus, oder? Ja, Spitzmaus. Hä, die Spitzmaus muss man noch easy. Die Spitzmaus kriegt man noch einfach. Also die habe ich schon öfter gesehen. Spitzmaus kriege ich safe noch her. Ich werde zwar auch viel dafür hergeben müssen, aber die kriegt man noch. So, Maultier. Warum habe ich mir das Maultier nicht geholt? Das war doch ein Event bei Halloween 2022. Da habe ich doch noch gespielt. Warum habe ich es mir nicht geholt? Naja, kann ich nicht machen. Kann ich nicht ändern. Aber kriege ich wahrscheinlich auch noch her. Dann haben wir noch hier die Hyäne. Hä? Habe ich die Hyäne nicht mehr einmal traded? Lol. Ich dachte, ich habe die Hyäne. 2019. Hm, schade. Schade, schade, schade. Aber kriegt man auch noch hin. Bluthund. UGC Refresh. Ja. Oh, der sieht in Neon ja richtig cool aus. Nein, warum habe ich mir das nicht geholt? Aber kriegt man auch noch her. Ja, den Bluthund kriegt man, finde ich, findet man auch noch. Oh, der sieht in Neon richtig stark aus. Hilfe. Guck mal. Wie cool. Schwein. Jetzt bin ich gespannt. Also ich muss sagen, eigentlich habe ich ja gesagt, ich mag oder ich feiere so Tiere, die was mit Schwein zu tun haben. Feiere ich nicht so sehr. Aber ich finde, dieses Pet sieht cool aus, muss ich ehrlich gestehen. Schwierig. Einfacher als die Kuh. Ja, okay, wenn das... Guck mal, ihr schreibt gerade schwierig, aber einer schreibt einfacher als die Kuh. Das heißt, dann gebe ich oder müsste ich ja für das Schwein ein Legendary Pet geben oder irre ich mich? Oder zwei Legendary Pets geben? Neon sind Schwein, aber nicht so gut aus. Ja, Neon sieht da ja gar nicht gut aus. Schaut mal. Obwohl doch, geht eigentlich. Pink, Pink passt. Zwei Legendary Pets müsste ich dafür geben. Okay, gut zu wissen. Guck mal, das ist gut zu wissen, weil dann weiß ich ja ungefähr, wie ich dann traden muss für die nächsten. Polarbär. Boah, diesen Polarbären, den hätte ich echt, echt gerne. Den hätte ich echt, echt gerne. Ich habe den auch schon ein oder zweimal gesehen, aber auch da wusste ich nicht, was ich hergeben muss. Ne? Das ist das Problem. Kriegt man den noch? Wie sieht der Polarbär in Neon aus? Ja, sieht sogar in Neon richtig süß aus. Freunde, ihr schreibt schwierig. Was heißt denn schwierig? Also schreibt mal rein. Könnte ich den Polarbären für Legendary Pets bekommen? Oder müsste ich dafür Neon Pets geben? Schreibt das auch mal auch direkt mit rein. Wenn du eine gute Person findest, kriegst du den für relativ wenig. Ja, da gebe ich dir recht, Nika. Es dauert halt sehr, sehr lange. Ich habe euch gerade schon einige Pets gezeigt und bei einigen weiß ich schon, dass ich die mir traded habe auf meinem anderen Account. Das weiß ich schon. Also auch nicht auf Onkel Sam, sondern auf einem anderen Account. Das weiß ich schon. Nur das wisst ihr nicht, weil ich diese Videos oder diese Trading-Videos manchmal Monate vordrehe oder manchmal wochenweise oder nee, Monate passt, Monate drehen muss. Also das heißt, ich bin in Adobe, trade, nehme parallel auf, kurz diese Sequenz 30 Sekunden und trade mir die Pets. Einige Pets davon habe ich schon. Das heißt, mein Sammelalbum vervollständigt sich immer mehr. Nur das Video kommt halt, wenn es halt so weit ist, weil ich brauche Monate dafür. Weil ich finde halt nicht so einfach hier, da ein Schwein, da eine Kuh, da ein Speier oder Keiler, wie der auch hieß, weißt, versteht ihr? So, ich finde nicht so einfach an einem Tag alle Pets. Ich muss, das dauert halt. Okay, Nashorn, Dschungel-Egg. Oh, schwierig. Dafür muss ich auch viel hergeben, oder? Ah, okay, Michelle, gut zu wissen. Weil ich habe schon mit vielen getradet. Ich habe auch immer geschrieben, ich benutze die Adopt Me Value Seite und viele haben geschrieben, diese Seite ist nicht gut. Die ist fake, schreiben viele. Ich denke mir so, hä, nein, die ist doch voll gut. Nashorn. 2 bis 4 Legendaries muss ich für das Nashorn blättern. Boah, hart. Lina schreibt, Nashorn braucht man nicht viel, okay? Ja, aber ich weiß schon mal Bescheid, dass ich auf jeden Fall so 2 Legendaries hergeben muss. Border Collie. Ein Hund.
Springfest 2023 kriegt man noch. Safe. 2023 ist vor kurzem erst her. Man muss halt Glück haben und den finden, ne? Aber kriegt man noch. Der ist einfach zu bekommen. Ja, schreibt ihr auch. Selten auch noch. Kannst du mal ABC Trading Challenge machen? Oh, gute Idee, muss ich mir aufschreiben. Schwan. Oh, da sieht der Neon so cool aus. Hilfe. So muss Adopt Me die Neon Pets machen. Genau so. Aber gut, wenn jedes Pet so krass aussehen würde, dann, ja, dann wäre es ja auch nicht so besonders, wenn man alle Neon Pets so, ja, ich verstehe schon. Ist schon okay. Schwierig, schreiben die Leute. Schwan. Winter 2019 ist halt ein altes Pet, ne? Hm, okay, okay. Und dann kommen wir zu dem blauen und zu dem rosa Eck. Unmöglich, oder? Unmöglich, oder? Also ein blaues oder ein rosa Eck zu bekommen von 2019, unmöglich. Was müsste man dafür geben? Schreibt's mal rein. Also wenn, sagen wir mal, wenn, für den Fall der Fälle, wenn wir so Personen finden würden mit einem blauen oder mit einem rosa Eck, was müsste man dafür geben? Ganz viel. Dein ganzes Inventar, oha, so viel. 10 Legendaries müsste ich für einen von den beiden Ecks hergeben. Okay, okay. Dann gucken wir mal weiter. Und zwar kommen wir zu extrem selten. Und dort haben wir 108 von 133 Pets. Das heißt, Pi mal Daumen, über 20 Pets fehlen uns. Okay, dann schauen wir mal. Oh, okay, okay. Hier fehlen uns einige. Links, Polarfox. 2019. Schwierig zu bekommen, oder? Wobei, Polarfuchs könnte noch klappen. Kriegt man den noch oder nicht? Und was müsste ich dafür geben? Krokodil. Krokodil habe ich schon öfter gesehen. Unmöglich. Also möglich, das zu bekommen, aber fast unmöglich, mit meinem Inventar den zu bekommen. Weil wie soll ich an ein Krokodil kommen? Also die wollen richtig viel. Ich weiß auch, dass DK und ich sogar in einem Trading-Video fast das Krokodil bekommen haben. Aber das ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube, da muss man echt viel hergeben. Das Krokodil findet man häufig, also das sehe ich oft. Aber das zu traden wird schwierig. Vielleicht 10 bis 20 Pets. Ja, 10 bis 20 Pets. Und das muss eine Durchmischung sein. Wenn man das Krokodil haben möchte, dass die Person dann Pets sich auswählt, die sie halt haben möchte. Sprich, wenn du dann extrem seltene Pets reinmachst, die vielleicht Neon sind, muss die Person sagen, ja, okay, das gefällt mir, weil sie einfach das mag. Sonst wirst du das nicht bekommen. Sonst musst du echt 10 bis 20 Legendary Pets geben. Okay. Schwarzer Riesen-Skarabäus-Käfer. Cool. Cool. Kriegt man noch. Kriegt man noch safe. Desert Update 2022 kriegt man noch. Blauer Riesen-Skarabäus-Käfer kriegt man noch. Hat, glaube ich, sogar DK einen von den beiden, bin ich mir sicher. Black Springer Spaniel. Warum habe ich den nicht geholt schon wieder? Warum habe ich mir den nicht geholt schon wieder, diesen Hund? Aber kriegt man auch noch. Warum habe ich mir den aber nicht geholt? Das regt mich ein bisschen auf. Den kannst du ja selbst kaufen. Ach ja, ach, das ist ja ein Event, denn das ist ja ein Desert Egg Event. Ups, stimmt. Das ist ja dann, wenn es irgendwie eine bestimmte Temperatur ist oder so, ne? Stimmt. Brown Springer Spaniel. Kriegt man auch noch, also wird man auch noch finden. Igel, ich weiß, Freunde. Ein Igel zu bekommen, sehr, sehr schwierig. Ich habe den schon einige Male gesehen, aber da muss man auch ziemlich viel hergeben. Ich würde schätzen, 5 Legendaries oder so, wenn nicht mehr. Ich mache mal ein bisschen schneller weiter, weil wir haben ja noch richtig viel vor uns. Flamingo 2019, genauso schwierig. Genauso schwierig. Muss man einige Legendary Pets hergeben, wenn nicht sogar Neon Legendary Pets. Ganz, ganz schwierig. Und ein Kochgorilla. Ja, doch, die Gorilla könnte man noch bekommen, weil die sind noch vom Jahre 2023. Die kann man, glaube ich, noch bekommen. Da gibt es so einige. Karate-Gorilla kriegt man, also glaube ich, kriegt man noch. Löwen. Mir wurde mal, glaube ich, ein Löwe angeboten. Ich wusste aber nicht, dass er so selten ist und vom Safari-Eck ist. Und ich habe das, glaube ich, irgendwann mal dann so gar nicht richtig beachtet. Aber es war nicht so clever von mir. Das war nicht so clever von mir. Lama. Selbe wie mit dem Lama. Ich habe das Lama schon mal gesehen gehabt und war auch im Trade drin. Aber ich habe es dann nicht gemacht, weil ich, ja, nicht wusste, dass das so selten ist. Wenn ich jetzt nicht das Lama mit einem Alpaka verwechsel. Wasserhase. Habe ich den nicht mehr traded? Nee, anscheinend nicht. Anscheinend einen ähnlichen. Wahrscheinlich Wassermondhase oder wie die auch heißen. Mondhase oder so. Aber Wasserhase sollte man noch bekommen. Schaf. Das war vom Meme-Event 2023. Hier habe ich schon auch einige Pets. Das Schaf habe ich noch nicht. Aber kriege ich auch noch bestimmt irgendwie. Das müsste man noch kriegen können. Schnabeltier. Den habe ich auch öfter gesehen. Ich glaube, der heißt Platinus oder so auf Englisch. Platinus oder so Schnabeltier, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Den kriegt man noch besser als die anderen Pets vom Dschungel-Eck. Royal Corgi. Wenn man, den habe ich echt, um ehrlich zu sein, sehr, sehr selten gesehen. Aber 2022, Royal Tea Party, ich glaube, könnte man noch erhalten. Die Schmetterlinge, ja. Die Schmetterlinge, bin ich mir sicher, wird man noch finden. Also Purple Butterfly kriege ich bestimmt noch. Dalmatina, boah, schwierig. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Finny hat eine Frage gestellt. Claudi hat mal eine Frage. Warum tradest du nicht mit Zuschauern? Also ich verstehe es irgendwie, aber wenn beide sozusagen Gewinn haben und beide profitieren, ist es doch Win-Win-Situation oder Situation oder nicht. Ja, und nein.
Ich erkläre es dir. Warum trade ich aktiv nicht in meinen Videos mit Zuschauern und bewusst mit Zuschauern? Weil dadurch potenziell die Chance für Scammer gegeben wird, um euch reinzulegen. Versteht ihr? Es kann sich jemand einen Claudio-ähnlichen Account erstellen oder sagen, ey, ich bin das mit dem zweiten Account, dritten Account und euch quasi scammen. Deshalb. Also das ist auch eigentlich der einzige Grund, damit ihr einfach nicht leicht gescammt werden könnt. Versteht ihr? Weil wenn ich in den Videos sagen würde, ey, ich trade auch mit euch, dann könnten jetzt 20 Leute sich als Claudio ausgeben. Deshalb nein. Ich trade nicht mit Zuschauern, nicht bewusst auf jeden Fall. Also wenn ich aktiv oder irgendwann merke, so, das ist ein Zuschauer, dann breche ich immer sofort ab. Versteht ihr? Mach dann nur einen Stream. Nee, ich mache es gar nicht, Cassidy. Ich mache es gar nicht, weil, wie gesagt, ich mache es nicht. Never. Okay, Dalmatina, wir machen weiter. Wir kommen zur Holztaube. Lol, noch nie in meinem Leben gesehen, aber vom Jahre 2023 werde ich bekommen können. Holztaube, okay. Kriegt man bestimmt noch. Fröhliche Muschel wird man auch noch kriegen können. Oh, die sieht... Boah. Die sieht in Neon ja mal richtig cool aus. Ich brauche die in Neon. Eiscreme-Einsiedlerkrabbe kriegt man noch. Habe ich schon häufiger gesehen. Kriegt man noch. Viele Makrelen. Ja. Kriegt man auch noch, ja. Das weiß ich. Habe ich auch schon öfter gesehen. Einfach. Irish Water Spaniel. Kriegt man auch noch her. Gletschermotze. Sollte man eigentlich auch noch herkriegen. Geht, schreibt jemand. Oh, doch, sollte man auch noch herkriegen. Ich glaube, diese Pets... Doch, kriegt man noch her. Guck mal, 2022, 2023. Easy eigentlich. Ja, doch, die wird man schon kriegen. Zombie-Büffel. Ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass mir Danja den geschenkt hat. Aber nee, ich habe mich verguckt. Gab es ein anderes Pet. Den zu bekommen ist, glaube ich, schwierig, oder? Wie viele Legendary Pets müsste ich dafür hergeben? Was sagt ihr für Zombie-Büffel? 3 bis 5. Ja, ich glaube auch. Ja, der Zombie-Büffel ist schon selten. Ja, aber ich glaube, den kann man noch bekommen. Aber wir gucken mal jetzt weiter. Wir kommen jetzt zum Hauptteil. Und zwar... 109 von 149 Pets habe ich. Und das heißt, mir fehlen genau 40 Pets oder Eggs. Legendary Pets oder Eggs. Das heißt, jetzt wird es richtig spannend. Jetzt wird es spannend, ob ich jemals mein Inventar vervollständigen kann oder nicht. Albino-Affe. Affenjahrmarkt 2022. Ah, unmöglich, oder? Wobei, ich glaube, der ist auf derselben Stufe wie mein, Turtle. Wie mein Turtle, oder? Albino-Affe ist doch so gleich gerankt wie mein Turtle. So circa 5 bis 10. Okay, 5 bis 10. Mecha-Pup, 1. April 2022. Ja, ist noch nicht so lange her. Das heißt, den könnte man auch noch irgendwie bekommen. Hast du nicht den Albino-Affen gehabt? Nee, ich habe den Albino-Gorilla, glaube ich, ist das. Polarrentier. Ich glaube, boah, der sieht in Neon richtig stark aus. Einfach alles weiß, bis auf sein Gesicht. Alles weiß, bis auf die Augen und so weiter. Hilfe, wie gut. Aber den zu bekommen, boah, nee. Polarrentier ist, glaube ich, fast unmöglich. Fledermausdrache. Ja, von 2019. Ich glaube, Fledermausdrache zu bekommen, das kann ich mir abschminken. Also ich glaube, für Fledermausdrache muss ich mir über 10 Legendary Pets geben. Also über. Wahrscheinlich 20 oder 18 Pets für die Fledermausdrache. Krähe. Brauchen wir nicht weiterreden. Komm, ich weiß Bescheid, Freunde. Für Krähe brauchen wir nicht weiterreden. Komm, wir machen weiter. Krähe. Goldener Riesenskarabäuskäfer. Kriegt man noch? Den kriegt man noch. Diamantgreif. Das verstehe ich nicht. Wieso wurde mein Diamantgreif nicht gewertet? Weil ihr wisst ja, ich habe doch Diamantgreif schon gehabt. Das verstehe ich nicht. Wieso? Also vielleicht liegt es halt daran, dass ich ja gehackt wurde und dann Adopt mich vielleicht einfach zurückgesetzt hat. Das bei mir auch. Ach, okay, guck, bei mir ist es dann auch so, oder? Diamantgreif. Ich verstehe es nicht, warum der bei mir nicht mehr hier ist, weil ich habe den noch gehabt. Ich habe den noch Khan und Danja gegeben. Da bin ich mir absolut sicher. Es werden irgendwie manche Sachen einfach nicht so gewertet. Ja, okay, gut zu wissen, Mia. Weil ich... Okay, gut zu wissen. Ich habe das bei einigen Pets. Diamant-Marienkäfer war ich mir eigentlich auch sicher, dass ich den hatte. Aber auch irgendwie wurde der nicht gewertet. Komisch. Diamant-Einhorn. Genau, Diamant-Einhorn habe ich auch nicht. Aber ich bin mir absolut sicher, dass ich den Diamant-Einhorn hatte. Hundertprozentig. Ich hatte alle Diamant- und alle Gold-Pets. Hundertprozentig. Genau. Böses Einhorn. Nimmt meine Niere. Nimmt meine andere Niere auch. Dann habe ich das böse Einhorn. Kann ich vergessen. Kann ich komplett knicken. Das weiß ich auch selber. Hä? Was leuchtet jetzt bei dem denn Neon? Guck mal hier, Regular ist normal und Neon? Die Ohren leuchten dann nur. Okay, das ist billig. 100 Pets, ja. Kann ich vergessen. Black-Chested, was auch immer. Kriegt man eigentlich noch. Doch, den müsste man noch kriegen. Frostdrache. Wir machen weiter, Freunde. Giraffe. Okay, auch da machen wir weiter. Goldene Ratte. Kriegt man noch. Die goldene Ratte kriegt man noch bestimmt noch. Astronaut-Gorilla. Wird man auch noch finden. Kaiser-Gorilla.
Genauso wird man auch noch finden. Untotes Turnierpferd. Ich hatte mal fast eins bekommen, aber auch das. Das ist, glaube ich, tatsächlich möglich. Also das untote Turnierpferd zu bekommen, ist, glaube ich, möglich. Diamond King Pinguin, ja, kriegt man noch. Geflügelter Tiger. Luna, Neujahr 2023. Boah, der sieht ja neonheftig aus. Warum habe ich mir den nicht geholt? Jetzt muss ich mir das holen. Das Pferd sieht ja mal krass aus. Was muss ich für den geflügelten Tiger geben, Freunde? Lodsender Löwe. Junge, warte mal, wie sieht der bitte schön in Neon aus? Warte mal. Wie sieht der bitte schön in Neon aus? Ich meine, gut, den werde ich niemals wahrscheinlich zu Gesicht bekommen, außer ich habe Glück und er schlüpft aus meinem Lure. Aber wie sieht der bitte schön in Neon aus? Ich glaube, das ist mit Abstand das krasseste Neon-Pad. Einfach so lila, dunkel, weinrot, purple, Junge. Heftig. Okay, Affenkönig. Boah, ich glaube, den kann ich vergessen. 2020 Affenjahrmarkt. Nee, kann ich vergessen. Ninja-Affe. Den kriegt man noch. Den habe ich häufiger gesehen, den Ninja-Affen. Den kriegt man noch. Da bin ich mir absolut sicher an den Ninja-Affen. Auch nicht für so viel. Eule. Ja. Wir überspringen mal die Eule. Ich glaube, die Eule ist ein Top-5-Pad. Überspringen wir. Macht keinen Sinn. Papagei. Ey, ich hätte das echt gerne, ne? Aber auch das überspringen wir. Papagei werde ich nicht bekommen. Bienenkönigin kriegt man. Kriegt man auch noch aus dem Café oder nicht? Die kriegt man bestimmt. Diamant-Papagei kriegt man auch noch. Ganz easy. Roboterhund. Das ärgert mich. Das war das Pet, was René und ich damals nicht gefeiert haben im Jahre 2020. Und das Pet haben wir uns nicht geholt. Ich weiß, dass man den noch easy kriegen kann, ja. Aber warum habe ich mir das Pad nicht geholt damals? Warum? René und ich haben das Pad nicht gefeiert und ich wusste halt nicht, dass ich so ein süchtiger Typ werde in der Dopmin, dass ich jedes Pad haben will. Mir gefällt der so null. Ey, mir auch nicht, Lina, mir auch nicht, aber ich will halt mein Inventar vervollständigen und das regt mich auf, dass ich den nicht geholt habe. Mann, Diamond Butterfly. Sollte man auch noch herkriegen. Boah, der sieht in Neon richtig schön aus. Sollte man auch noch herkriegen. Nessie. Was sagt ihr zum Nessie? Kriegt man den oder kriegt man den nicht her? Hab Nessie. Ja, ich wollte es gerade sagen, Nessie nicht so leicht geht. Sehr schwer. Nein, also ich glaube, ihr habt noch wahrscheinlich noch die anderen. Nessie kriegt man noch. Nessie wird man noch kriegen. Ganz easy, den Nessie wird man noch kriegen. Nessie wird schwierig. Nein, nein, ich glaube nicht, Lisa. Der Nessie wird nicht schwierig. Das glaubst du, glaub mir. Den habe ich öfter schon gesehen und der wurde mir schon öfter angeboten. Vertrau mir. Dann kommen wir, glaube ich, wir kommen zur letzten Seite. Schattendrache. Easy. Easy, Bro. Schattendrache. Ach, da gebe ich meinen Wolpertinger. Ich glaube, 18 Wolpertinger gebe ich für den Schattendrachen. Und dann habe ich den. Ey, no joke. Ich glaube, ihr Spaß beiseite, ich glaube, für den Schattendrachen würden nicht mal 18, doch, ich glaube schon, dass das würde reichen. 18 Legendary Neon und Mega-Neon-Pets würden, glaube ich, dafür reichen. Also würden dann dafür reichen. Dann. Vielleicht. Also nur vielleicht. Das ist heftig, ne? Schattendrache, 50 Legendary-Pets, ja. Diamant-Albatros, doch, den kriegt man auch noch her. Schwierig, glaube ich, aber den würde man noch kriegen. For real, gute 20 Leg-Pets. Ja, Vien. Und deshalb, Vien, bin ich letztes Mal, ihr habt mir ja Tipps gegeben beim letzten Mal, dass ich viele Pets mir auch holen soll, einfach damit ich es für mein Inventar und für die Trading-Videos habe. Und ihr habt recht. Ich glaube, ich muss mir mehrere Legendary-Pets besorgen, damit ich einfach noch mehr Legendary-Pets habe, um zu traden. Feldmaus. Ja, easy. Ich muss sagen, die Feldmaus gefällt mir gar nicht. Generell, ich muss sagen, die einzigen Pets, die mir nicht so gefallen, sind halt der Roboterhund, Pets, die mit Schweinen zu tun haben und Pets, die mit Mäusen zu tun haben. Das sind nicht so meins. Das Schwein, muss ich ehrlich sagen, geht sogar noch, aber das sind so nicht meine Pets. Black Chow Chow, ja, kriegt man auch noch her. Kriegt man noch her. Hellbraunes Shetland Pony, Legendary, kriegt man auch noch her. Weihnachtsegg, hatte ich nicht ein Weihnachtsegg? Moment mal, ich hatte doch genau eins. Habe ich das nicht sogar Danja oder so geschenkt? Warte mal, Christmas Egg? Ich weiß, ihr werdet wahrscheinlich jetzt denken, oh nein, du hast es mit dem Fool Egg verwechselt. Ja, aber ich weiß auch, dass ich ein Weihnachtsegg hatte. Warte mal, was gab es denn da für Pets zu ziehen? Okay, wobei doch... Hab ich nicht? Nee, okay, da, ich habe mich vielleicht vertan. Weil ich sehe, gerade aus dem Weihnachtseck konnte man, glaube ich, arktisches Rentier ziehen, Arktik-Fuchs, Polarbär, den Schwan, Wolf und Robben. Wolf und Robben habe ich, ja, aber die restlichen vier Pets habe ich nicht. Okay, ich habe mich wahrscheinlich vertan. Aber ich glaube, Weihnachtseck habe ich schon noch ein paar Mal gesehen. Eingepackte Puppen. Ja, ich glaube, das Eck findet man auch noch. Farm-Eck. Keine Chance. Sind wir ehrlich, keine Chance. Zodiac Minion Egg. Ich glaube, ich habe sogar Zodiac Pets, aber das Egg
Das geht, glaube ich, sogar noch. Das geht noch. Dschungel-Egg, lassen wir gut sein. Brauchen wir nicht drüber reden. Kriegen wir nicht. Safari-Egg, ich glaube, das ist sogar das Unwahrscheinlichste von den dreien. Ich glaube, von Farm-Egg, von Dschungel-Egg und von Safari-Egg ist, glaube ich, Safari-Egg das Unwahrscheinlichste. Das wird man nie wieder herbekommen. Ja, Freunde. Aber das war's mit dem Inventar. Und ja, einige Pets können wir tatsächlich noch bekommen. Und einige Pets werden wir noch bekommen, das weiß ich. Und ja, eins haben wir auch gerade von DK bekommen. Das heißt, einen Siederkrebs haben wir auch jetzt gerade bekommen. Ihr seht es hier, also einige Pets werden wir noch finden. Shetland Pony zum Beispiel, ihr seht es ja hier. Ich habe ja noch die Ponykisten. Das heißt, wenn wir Glück haben, kriegen wir noch aus den 8 Ponykisten, die ich habe, den Shetland Pony Legendary. Ja, also wir werden... Und ihr seht es ja auch hier, ich habe über... ich habe ungefähr 100.000 Bucks in Seidenbeutel oder eigentlich sogar mehr auf den anderen Accounts. Deshalb bin ich mir sicher, dass wir noch einige Pets uns ertraden werden. Wir werden noch, glaube ich, bei meinem Inventar, würde ich mal sagen, bei eingesammelt, 390 haben wir von 480. Ich glaube, wir werden echt, wenn wir jetzt realistisch sind, vielleicht bis zu 440 Pets rankommen. Ich glaube, so 40 Pets und Eggs werden mir fehlen, die ich nicht niemals bekommen werde. Vielleicht sogar ein bisschen weniger, vielleicht 30. Okay, Freunde. Aber das war's jetzt mit dem Video. Ansonsten würde ich sagen, checkt gerne einfach mal meine Kanäle ab. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.